Wir sehen heute eine Rallye bei den Aktienmärkten, vor allem bei Bankaktien, weil diese Bankenkrise jetzt ein für alle Mal gelöst ist, meine Damen und Herren, oder etwa doch nicht, denn wenn wir uns diese Bankenrettung mal anschauen, dann sind da so viele Widersprüche in der ganzen Systematik, dass das Ganze eigentlich von vornherein schon zum Scheitern verurteilt ist. Und warum das so ist, will ich Ihnen zeigen. Und warum wir es wieder einmal mit einer Bärenmarkt-Rallye zu tun haben, obwohl jetzt natürlich wieder viele Kommentare kommen. Siehst du, Bankenkrise vorbei. Jetzt geht es wieder nach oben. Ist doch alles schick. Wo soll denn das Problem sein? Das Problem will ich zeigen. Das liegt nämlich im Detail und in der Struktur desselben. Schauen wir uns zunächst mal an die Small Banks, heute mit einer saftigen Erholung, aber diese Werte, die waren so ausgebombt, dass man sich fragen musste, naja, was kann da noch für eine Bombe reinfallen in diesen Trichter? War fast schon unmöglich. Wir sehen auch die größeren Banken, etwa eine Bank of America, eine JP Morgan wieder mit einer Erholung. Aber das Problem ist das Austrocknen der Liquidität, das strukturell inzwischen bedingt ist. Wir sehen vor allem hier den Money Supply mit einem massiven Rückgang, wie schon lange nicht, dazu gleich mehr. Mir tun die Leute leid, die aufgrund der negativen Videos aus den Märkten raus sind. So ein Kommentar. Hey Fugi, seit Monaten sprichst du von fallenden Märkten, die aber nicht fallen. Kann es sein, dass die Finanzmarktwelt heute anders ist, als du und ich sie kennengelernt habe? Natürlich, Märkte verändern sich ständig, aber es gibt gewisse Dinge, die funktionieren immer, nämlich die Frage Liquidität, ja oder nein. Und echte Bullenmärkte funktionieren nur mit Liquidität. Hey Fugi, oder ich höre Fugi auch gerne, aber seit 4 Monaten liegt er falsch. Der Markt will long gehen, oder ein anderer Kommentar, so in Europa short nach einem Tag wieder vorbei, long DAX. Also wir sehen, da ist natürlich wieder gleich die Euphorie, da kaum geht es ein bisschen nach oben, ist die Long-Only-Fraktion wieder da und diese Erholung, diese Rallye hat sich ein Stück weit angekündigt. Erstens mal sehen wir hier rekordhohe Put-Volumina, die da der Fall waren. Und dass diese Bankenaktien, die schon so massiv gefallen waren, dann einen technischen Rebound machen, ist jetzt auch nicht so der Wahnsinns-Überraschungsmoment. Ich hatte heute Morgen explizit auch nochmal im Videoausblick darauf hingewiesen, dass eine technische Erholung durchaus drin, wenn nicht gar wahrscheinlich ist. Aber gut, Schwamm drüber. Jetzt schauen wir uns mal diesen ungetrübten Bullen Markt an. Das ist das kürzere Zeitfenster, etwa Oktober bis jetzt. Hier sehen wir, sind wir an einer Marke, bei der wir im Januar gewesen sind, im November gewesen sind. Also ich sag mal im eher kürzeren Zeitfenster, jetzt mal ein halbes Jahr, ist das ein Seitwärtsmarkt. Pi mal Daumen im übergeordneten Bild ist das der bullischste Chart, den ich jemals gesehen habe, meine Damen und Herren. Und ich muss mich dann auch wirklich mal ernsthaft entschuldigen, dass ich in einem so hyperbullischen Markt immer so negative Videos mache. Das macht man einfach nicht und das tut mir auch jetzt inzwischen echt leid. Was waren da für Chancen, nicht? Also ist einfach alles nach oben gegangen und dann predige ich hier von irgendwelchen Bärenmarkt-Rallies, wobei wir doch hier offenkundig in einem hyperbullischen Markt sind. Aber jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Problem, was hier der Fall ist. Die Fed und die US-Behörden, die bailen also jetzt praktisch Kontoinhaber aus, in dem alle Einlagen garantiert wurden. Okay, was ist das in der Realität? Das ist eine Lockerung der Financial Conditions, der Finanzkonditionen. Jetzt wissen wir ja, dass diese Finanzkonditionen in Sachen Inflation sehr wichtig sind, weil sie Nachfrage förderlich sind, und Inflation ist auch das Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot. Das wiederum fördert eine Art Moral Hazard, und vor allem, was hier jetzt passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass wir einen massiven Bankrun faktisch gesehen haben. Halt nicht, dass die Leute zwingend alle zur Bank gelaufen sind, aber sie haben dennoch ihre Gelder elektronisch abgezogen von kleineren Banken und haben sie bei großen Banken deponiert. Die kommen kaum hinterher, diese Konten überhaupt zu öffnen. So groß ist die Nachfrage bei JP Morgan, bei Citigroup, wie sie alle heißen. Hier sehen wir mal
die Google Trends nach High Interest Savings Account, das was ich schon öfter angesprochen hatte. Es gibt Alternativen, du kannst in Anleihen gehen, du hast einfach in den USA eine große Konkurrenz und da wurden eben ja diese Mittel abgezogen. Das zwang die kleineren Banken dann Anleihen aus ihrem Portfolio zu verkaufen mit Verlust und so drehte sich die Spirale weiter. Also anders als in Deutschland, wo wir am Beginn eines Rattenrennens stehen. Ich hatte jetzt, wann war es, am Wochenende mit einem befreundeten Banker gesprochen, der gesagt hat, das kommt, das wird auch hier nicht mehr zu vermeiden sein. Noch ist unser Geschäftsmodell, dass wir die Zinsen nicht an die Konsumenten und Firmen weitergeben. Wobei bei Firmen, meinte er, hat sich da schon vieles verändert. Da kriegen die schon den Euribor, meinte er, also praktisch Schwamm drüber. Jedenfalls Firmen, vor allem größere, haben da schon praktisch direkt diese Zinsvorteile, die jetzt da der Fall sind, teilweise weitergegeben bekommen, aber nicht die Konsumenten. Dementsprechend haben die noch ein super Geschäft, das läuft natürlich perfekt, aber dieser befreundete Banker von mir weiß, dass das wohl nicht mehr lange dauern wird. Jetzt haben wir hier zwei Probleme an dieser ganzen Bankenrettungsgeschichte. Die Fed und die FDIC und so weiter, die wollen ja dieses BTFP, manche sagen ja, by the fucking bip, kaufen oder auflegen, genauer gesagt. Allerdings ist das, wie hier Steve Miron hinweist, der aus dem Finanzminister oder der früher im Finanzministerium der USA gearbeitet hat, ist das eine neue Entity. Also praktisch, das ist erst eine Einheit, die musst du schaffen. Dazu musst du erstmal die Voraussetzungen schaffen, Verträge schaffen und so weiter und so fort. Das wird dauern. Das heißt, dieser Rettungsmechanismus ist noch gar nicht vorhanden. Das ist aber das kleinere Problem. Das größere Problem ist, dass diejenigen, die diese Hilfe vor allem brauchen, nämlich kleinere Banken, eben das gar nicht haben, was sie eigentlich bräuchten, um in den Genuss der Rettung zu kommen, nämlich dieses Discount-Window durch die Fed. Sie bräuchten Staatsanleihen und sie bräuchten Mortgage-Backed Securities, also hypothekenbesicherte Anleihen. Die haben sie nicht so wirklich, deswegen kommen sie an die Töpfe nicht wirklich ran. Das ist Stand jetzt. Und das ist das zweite große Problem. Wir haben jetzt erstmal die Situation, dass offenkundig alle Bankeinlagen abgesichert sind. Jeder kriegt sein Geld zurück, wenn eine Bank in die Luft fliegt und es kostet die Steuerzahler keinen Cent offenkundig und wir nennen das auch nicht einen Bailout. Was für eine wunderbare Welt, die leider in der Realität nicht funktioniert, sondern zunächst mal ein Hoffnungsmythos ist, könnte man sagen. Und all das ist jetzt die Folge auch dieser Geldpolitik, respektive auch der Regularien, denn wie schon oft gesagt, die Fed und andere Aufsichtsbehörden zwangen die Banken geradezu in diese Staatsanleihen und Mortgage-Backed Securities hinein und dadurch, dass jetzt sozusagen die Rettung über dieses BTFP-Programm nur möglich ist, wenn du eben solche Anleihen im Depot hast, kommt jetzt der neue Run wieder sozusagen in diese Staatsanleihen, wieder in diese Mortgage-Backed Securities und damit wird diese Konzentration, dieses Fehlkonstrukt nach der Finanzkrise im Grunde noch verstärkt. Das heißt, du verstärkst den Fehler, den du damals gemacht hast, indem du jetzt praktisch Gott und die Welt in diese Sicherheiten, die vermeintlichen Sicherheiten wieder reinzwingst, nämlich in diese Staatsanleihen und so weiter und Mortgage-Backed Securities. Und eigentlich ist die Fed doch geschaffen worden, um Preisstabilität hier zu schaffen, aber sie sind eigentlich die Quelle der Inflation, indem sie massiv die Geldmenge ausgeweitet haben. Jetzt müssen sie versuchen, die Nachfrage so weit nach unten zu kriegen, um diese Inflation wieder zu besiegen. Das heißt, sie müssen eigentlich jetzt eine Rezession erzeugen, damit diese Nachfrage nach unten geht. Ist das eigentlich das Mandat einer Notenbank? Eher nicht. Jetzt sehen wir ja das Chaos am Anleihenmarkt gestern. Heftigster Fall, zweijähriger Anleiherenditen, das war jetzt kräftiger als bei Lehman, das war kräftiger als bei 9-11, das war kräftiger als am Black Monday 1987. Also da ist eine Turbulenz entstanden, die auch eine Folgewirkung der Fed-Politik ist und siehe da, die Kosten, um sich gegen eine Pleite der USA abzusichern, sind jetzt deutlich nach oben geschossen. Erstens wegen dieser ganzen Geschichte mit der Schuldenobergrenze, die jetzt im Frühsommer wahrscheinlich dann kulminieren wird, spricht noch keiner drüber, aber wabert im Hintergrund als Damoklesschwert. Erster Punkt, zweiter Punkt. Natürlich, weil jetzt die Risiken auch für Investoren sich vergrößert haben mit diesem Bailout, der so nicht genannt werden darf. Wir garantieren mal alle Konten, selbst wenn diese Bank platt geht.
Okay, kann man machen, weil diese Insurances, also die Einlagensicherungen, natürlich niemals reichen würden. Das amerikanische Bankensystem hat 22 Billionen Dollar an Einlagen. Mehr als die Hälfte davon ist nicht versichert, weil unter 250.000 Dollar. Also wir sehen, da wollen manche Leute ein bisschen mehr Risikoausgleich jetzt haben. Und wie Wall Street Silver sagt, eigentlich ist die Fed technisch bankrott, denn sie wird nicht nur einen Verlust machen von 80 Milliarden Dollar, das erste Mal seit dem Jahr 1915, also praktisch seit Schaffung der Fed, sondern sie hat auch ein negatives Eigenkapital von 38 Milliarden Dollar und sie hat in ihrem Portfolio unrealisierte Verluste von 1,3 Billionen Dollar. Eben durch die von ihr gekauften Anleihen im Rahmen des Quantitative Easing. Gratulation! Und hier sehen wir mal den Grund, warum die kleineren Banken in Schwierigkeiten bleiben werden. Die haben praktisch kaum Kapitalpuffer. Erstens, also wenig Liquidität. Jetzt ist massiv Liquidität abgeflossen von den Konten, wie wir vorhin gesehen haben, dieser kleineren Banken, weil die Leute sich sagen: Naja, bei der JP Morgan, da bin ich sicherer aufgehoben. Und sie haben diesen Zugang im Prinzip nicht zu diesem Rettungstopf. Zweitens und drittens, die sind stark engagiert im sogenannten Real Estate Commercial Sektor, also bei Geschäftsimmobilien. Das ist sozusagen die nächste Bombe, die hier noch schlummert und die dürfte auch bald ein bisschen gefährlicher werden, denn die müssen jetzt ja gucken, dass sie Liquidität generieren, diese Banken, weil die Leute diese Mittel abgezogen haben. Also werden sie versuchen, auch ihre Beteiligungen, ihre Anteile an diesen Commercial Real Estate, an diesen Geschäftsimmobilien zu veräußern. Das zumindest ist zu erwarten. Und siehe da, die Junk Bonds. Ich hatte immer eins gesagt, meine Damen und Herren, diese Junk Bonds sind die Achillesferse im Finanzsystem in den USA. Solange da nicht wirklich Stress im System ist, werden wir nicht größere Crash-Gefährlichkeiten, Crash-Wahrscheinlichkeiten sehen. Aber jetzt geht das nach oben, jetzt springt sozusagen der Junk-Bond-Markt, sendet jetzt eben diese Alarmzeichen. Hier sehen wir, dass hier jetzt über tausende Basispunkte der Spread gestiegen ist, im Gefolge eben dieser Pleite der Silicon Valley Bank. Und wenn wir jetzt einmal nach Europa gucken, da ein neues Allzeittief bei der Credit Suisse, auch neue Allzeithochs bei den Credit Default Swaps auf die Credit Suisse, weil die Credit Suisse zugeben musste, also wir haben eine Material Weaknesses in unserem Financial Reporting, also sprich, wir haben im Prinzip kaum wirklich wirksame Kontrollen oder wissen gar nicht genau, was los ist, könnte man das so übersetzen. Also auch hier im Bankensektor durchaus wahrscheinlich ein paar Problemchen. Aber kommen wir noch zum anderen Thema eben, wenn die Fed jetzt agiert, wenn Liquidität wieder ins System geschossen würde, was ja eigentlich notwendig ist, um dieses Bankenproblem zu lösen. Dann hast du das Inflationsproblem. Heute kamen ja die Daten 6,0 in der Headline erwartet, auch 0,4 zum Vormonat in der Headline wie erwartet, Kerninflation 5,5 zum Vorjahresmonat und 0,5 zum Vormonat, also ein Ticken höher, aber in der Summe im Rahmen der Erwartung und die Märkte erstmal so, was fangen wir jetzt mit der Zahl an? Okay, dann gehen wir mal nach oben, weil so schlimm sind ja die Zahlen nicht, weil im Rahmen der Erwartung, wenn Sie oben mal gucken, hier sehen die Services ex Food and Energy, der blaue Bereich im oberen Chart, weiter nach oben gehend. Andere gehen nach unten, vor allem der Bereich Shelter, also alles, was mit Unterkunft zu tun hat, Miete zu tun hat, war hier ausschlaggebend. 70% in der CPI-Headline ist der Bereich Shelter. CPI Services ex Rent and Shelter wäre nur 0,1% gewesen. Aber vor allem auch wichtig, die Real Wages, also die Reallöhne der Amerikaner, jetzt im 32. Monat in Folge gesunken. Und zwar um minus 1,3%. Und irgendwann frisst dich das auf, frisst das die Konsumenten auf, die ohnehin schon im Prinzip nur noch durch ihre Kreditkarte sich diesen Lebensstandard leisten können. Was also jetzt tun, liebe Fed? Manche sagen, die werden jetzt nächste Woche die Zinsen senken. Andere sagen, sie werden sie unverändert lassen. Andere sagen, sie werden sie um 25 Basispunkte anheben. Kaum einer sagt, sie werden sie um 50 Basispunkte anheben. Also das ist jetzt echt eine ganz offene Geschichte. Aber ein Problem ist, die Kerninflation ist weiter nach oben gegangen. Da ist nichts
bisher in Sachen Entspannung zu sehen. Jetzt haben andere Notenbanken reagiert, etwa der neue Notenbankchef der Bank of Japan, Ueda, der jetzt mal eben praktisch wieder ETFs gekauft hat, Aktien-ETFs. Die japanische Notenbank kauft ja nicht nur Anleihen, sondern auch Aktien. Irgendwann gehören denen alle Anleihen und alle Aktien. Und dann machen wir praktisch eine Bilanzreduzierung, streichen das und dann fangen wir von vorne wieder an, meine Damen und Herren. Warum nicht, ne? Wir brauchen ja nur ein paar Nullen wegstreichen und schon ist alles wieder gut, ne? Und jetzt kommen wir noch mal kurz nach Deutschland. Hier sehen wir die Zinslast für Immobilienkäufer. Ist erstmalig jetzt auf über 4% gestiegen. Auf der anderen Seite, wie wir exklusiv heute bei Finanzmarktwelt berichtet haben, Europace Hauspreisindex erstmals nach 7 Monaten wieder mit einem leichten Anstieg. Siehe da, auf der anderen Seite sehen wir aber ein deutliches Anziehen von Firmenpleiten hier in der Eurozone. Hier sehen wir das mal, dass eben hier die Firmengründungen oben im Chart blau und die Firmeninsolvenzen heller im Chart und unten sehen wir die verschiedenen Sektoren. Alles weist ganz klar nach oben, so wie jetzt etwa übers Wochenende die neueste Niederlassung der Aluminiumhütte Spira die Produktion eingestellt hat. 300 Leute verlieren ihre Arbeitsplätze. Könnte man sagen, ja gut, 300 Leute, nicht so wahnsinnig viel. Aber Spira gibt es hier auch in Hamburg mit einen verarbeitenden Stahl respektive Aluminiumprodukten und jetzt gibt es nur noch einen einzigen Primärhersteller von Aluminium, das ist Trimet hier auch im Hamburger Hafen. Und das heißt, wir haben nur noch eine einzige Firma, die Aluminium herstellt. Aluminium ist so zentral in so wichtigen Bereichen, vom Sofa, überall Fahrräder, überall ist Aluminium drin. Und wir sehen ja diese Deindustrialisierung, die passiert. Was passiert, wenn wir in Deutschland kein Aluminium mehr herstellen können? Und dann sind wir wieder abhängig von anderen. Und wie gesagt, das ist kein unwichtiges Metall, was hier der Fall ist. Dagegen mein zweitbester Freund Marcello Fracellino sagt, ja, das ist alles Panikmache. Gell, natürlich hat der Marcello recht. Das ist ja gar keine Frage. Abschließend 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Fett und Zinsen. Pause schwierig. Inflation, nämlich die Kerninflation, hat sich wieder beschleunigt. Was sagen die Experten? Wie ist die Lage einzuschätzen? Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, Sparkassen und Genossenschaftsbanken mussten 13,7 Milliarden Euro auf ihre Wertpapiere abschreiben, unter anderem Anleihen. Dritte Empfehlung, diese Exklusivmeldung von uns über die wieder gestiegenen Immobilienpreise und dann noch ein Hinweis, ich bin morgen komplett nochmal für Sie da, am Donnerstag gibt es nochmal einen Videoausblick, Donnerstagabend kein Markeflüster und Freitag auch keine Videos, da mache ich einen kurzen Aussetzer, könnte man sagen, ziehe mich ein bisschen raus. Also morgen alles normal und dann Donnerstag noch der Videoausblick. Diese 3 Artikel zur Empfehlung. Jetzt sage ich Servus und Ciao.